Studium, Arbeit und Diplom, das klingt nach vielen mühsamen Arbeitsstunden. Und was eben so ein Auslandsabenteuer eigentlich erst so richtig spannend macht, sind natürlich das tägliche Leben im Ausland, das Reisen im Land selber und in China ganz besonders wichtig, das Essen. Shopping ist ein riesengroßes Thema. Shopping ist sogar ein Hobby. Also die Geschäfte haben rund um die Uhr offen und auch Samstag, Sonntag. Also man kann jederzeit nach dem Fortgehen noch in den Supermarkt gehen und seine Milch kaufen und in diesem kleinen Lebensmittelladen von aus seinem kleinen Apartment wohnten die ganze Familie drinnen. Also man geht rein und hört dann die Kinder schreien oder sie schlafen hinter einem Vorhang. Also die leben und arbeiten im selben Raum. Wenn wir jetzt kurz ins Jahr 2025 vorausschauen, laut urbanen Studien ziehen bis dahin die ganze USA und Kanada nach China in die Städte und das wären dann eben 350 Millionen Menschen, die noch dazukommen und wenn so viele Leute in die Städte ziehen, wird auch weiterhin viel gebaut. Das ist super für uns Architekten. Und aber dass das eben nicht nur eine Spielwiese ist, haben wir dann auch erfahren dürfen. Das Erste, was man auch in Peking lernt, ist es nicht zu Fuß zu erschließen. Man muss entweder immer ein Taxi steigen oder ein Fahrrad durch die Gegend fahren, weil es wirklich eine der weitläufigsten Städte der Welt ist. Das International Office ist die erste Anlaufstelle für Sie, wenn es um Auslandsstudien geht. Wir bieten zahlreiche Services für Sie an. Wir sind Beratungsinstitution, wir organisieren Mobilitätsprogramme an der TU Wien. Sie kennen wahrscheinlich alle das Erasmus-Programm oder die Joint Study-Programme. Wir sind die Einreichstelle für Stipendienanträge. Es gibt spezielle Sprachkursangebote wie das Tandem Language Learning. Wir sind von der JESTE. JESTE ist einer der Studentenvereine auf der TU Wien, die sich mit Ausland, Praktika und dergleichen beschäftigen. Konkret, an der TU Wien schicken wir jedes Jahr ca. 75 Studenten ins Ausland. Und zwar in ca. 90 Länder weltweit. We believe that the best thing that we can have, the best thing that we can share is empower diversity. Wir organisieren ein Buddy-System, daher auch der Name. Buddy vom englischen Wort für Freund, nicht Body. Also wir haben nichts mit Fitness zu tun. Passiert uns sehr oft, wenn wir irgendwo einen Tisch reservieren oder so, dass dann Body-Network steht. Man landet dann da in Shanghai mal ziemlich schnell in so einer Parallelwelt. Eben in China selber ist man als Ausländer sozusagen schnell mal näher den Ausländern, die schon dort sind und holt sich dort Informationen und muss sich dann diese andere Kultur und dieses wirklich sehr fremde Land erst eigentlich langsam erarbeiten. Also durch das, dass ich in Peking Kontakt gehabt habe zu dieser Künstlerszene und anderem auch zu Beruf im IWW, waren dann natürlich Chinesen dort, die sehr kritisch, also dem Regime gegenübergestanden sind und wahrscheinlich auch verfolgt worden sind von der chinesischen Geheimpolizei aufgrund dessen. Also es gibt Leute, die sich sehr engagieren und es gibt natürlich auch andere, die dazu, also durch ihre schulische Ausbildung da sehr gebrainwashed worden sind und natürlich wieder die Schlagzeilen oder diese Medien wiedergeben. Während in Shanghai eine U-Bahn-Linie nach der anderen eröffnet wird und wahnsinnig in die Infrastruktur investiert wurde, vor allem während der Expo, sind aber auch solche Szenen eben nach wie vor sehr typisch und auch das ist Infrastruktur in Shanghai. Die Veranstaltung selber war sehr informativ, vor allem für also einen generellen Studenten, der vorhat, ins Auslandssemester zu gehen. Es gab tolle Bilder. Man hat wirklich gute Eindrücke bekommen, wie das Leben in China abläuft. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, dass die kulturellen Unterschiede da in Asien doch so sehr, sehr gewaltig sind. Und auch die Größe des Landes, dass man eigentlich vieles in einem Land eigentlich alles besichtigen kann, von den Tropen im Süden bis zu den kalten mongolischen Zügen im Norden. Dass die Diplomarbeit jetzt, also dass da was draus geworden ist und auch, dass das weitergeht, das finde ich toll.